wie soll ich die Leute begrüßen? Ne, gar nichts. Hallo, ich bin Emre, ich spiele als Linebacker für die Cologne Crocodiles und ich gucke Crocodiles TV, weil die Leute hier einfach alle super aussehen. Wow, komm, mach. Warte, ich muss erst überlegen. Merhaba, benim ismim Emre Zengin. Linebacker olarak Crocodiles'lar için oynuyorum ve Crocodiles TV'a bakıyorum çünkü millet çok güzel. Das war Türkisch. Herzlich willkommen zu Crocodile TV. Heute geht es gegen den Europameister, die Braunschweig Lions. Das Hinspiel wurde mit 42-21 verloren. Bei mir David Rahier, einer der Captains der Defense. David, als wir uns nach dem Spiel in Braunschweig kurz unterhalten haben, da hast du gesagt, es ist enorm anstrengend. Die schicken immer wieder neue, frische Leute rein. Und ihr verbraucht euch auf dem Platz. Fehlt uns die Kadertiefe? Ich glaube nicht, dass uns die Kadertiefe fehlt, aber... Es ist halt so, dass in der Defense nicht so, das ist nicht so üblich, gerade im Defense-Backfield-Bereich durchzutauschen. Das heißt, es stehen eigentlich immer dieselben vier Leute auf dem Platz. Sollte es nicht irgendwie Sonderpersonalwünsche geben oder sowas. Das heißt, wir spielen das ganze Spiel durch. Und, aber immer gegen frische Leute, ne? Genau, also gegen Braunschweig war es halt so, dass jedes Mal frische Leute da standen. Das heißt, jedes Mal, wenn der Receiver einen langen Ball gefangen hat oder eine gute Aktion gebracht hat, ist er nachher an die Sideline gejoggt und... jedenfalls kam es mir so vor und auf einmal stand da ein neuer Receiver und der war natürlich komplett frisch und das ist natürlich sehr schwierig zu spielen, weil irgendwann fehlt dann natürlich die Puste, gerade im vierten Quarter. Jetzt ist Braunschweig ja ein schwerer Gegner, definitiv, wir spielen gegen den amtierenden Europameister. Trotzdem das 42-21 aus dem Hinspiel, das war nicht immer direkt so klar, also es war ein Ticken drin für die Kölner. Wie motiviert man sich da fürs heutige Spiel? Ja, ich würde auch sagen, das Ergebnis spiegelt nicht ungefähr das wieder, wie wir wirklich unsere Leistung auf den Platz gebracht haben. Vor allen Dingen war es ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir hatten gerade eine, eine kleine Durststrecke oder eine Krise in der Defense oder in der ganzen Mannschaft, die wir dann im Braunschweig-Spiel ja ein Stück weit abschütteln konnten. Gerade die Defense ist relativ gut ins Spiel gekommen, hat die Braunschweiger auch zwei, drei Mal gestoppt, bis wir den ersten Touchdown dann kassiert haben. Und ich denke, es war ein sehr positives Spiel für die Defense, abgesehen vom Ergebnis natürlich. Das heißt, wir haben da erstmal wieder die Kurve gekriegt und versuchen es halt jetzt natürlich auch weiterhin so auf den Platz zu kriegen. Wie habt ihr euch taktisch vorbereitet? Ich meine, dieses Interview wird ja erst nach dem Spiel ausgestrahlt, von daher gesehen. Mit welcher Taktik geht er ins Spiel? Ja, Coach Köpper hat eine Menge... Spielsituationen vorbereitet oder beziehungsweise spezielle Spielzüge, die natürlich gesondert auf Braunschweig ausgelegt sind, auf deren Spieltyp. Und ich denke, dass wir da in manchen Situationen doch glänzen können mit diesem Gameplan, den er für heute zusammengestellt hat. Schauen wir es uns an. Und damit kommen wir zu unseren vier Snaps. Der Marc ist heute in Urlaub, aber ich sehe gerade, der Timo ist da. Timo! Was soll ich denn damit? Du sollst die Snap-Interviews machen. Snap was? Snap-Interviews? Ist mir egal, nimm einfach den, der da vorne steht. Bei mir steht der Christoph. Christoph, das Auswärtsspiel in Braunschweig ist leider für uns nicht ganz so glücklich gelaufen. Jetzt sind wir zum zweiten Mal hintereinander zu Hause, empfangen den deutschen Vizemeister, die New Yorker Lions Braunschweig. Wie habt ihr euch auf dieses Spiel vorbereitet? Ja, wir sind im Training nochmal die Spielzüge durchgegangen, das ganze Timing natürlich ein bisschen. Und wir haben auch ganz viel an der Einstellung gearbeitet. Das hat man letzte Woche gegen Berlin schon gesehen. Das war ein gehöriger Schritt nach vorne und wir hoffen, heute darauf anknüpfen zu können. So ein harter Kampf, aber mal schauen, was so geht. Ready? Hat! Stefan Seeboth, einer der Fotografen der Cologne Crocodiles, liegt immer noch im Krankenhaus, ist halbseitig gelähmt. Viele Fans waren schon bei ihm, viele geben Glückwünsche ab über Facebook, die Stefan erreichen, die ihm gezeigt werden, über die er sich auch sehr freut. Aber es gibt auch Reaktionen der Mannschaft. Dennis Dauben, einer der Team-Captains. Dennis, wie ist die Haltung der Mannschaft? Ja, die Haltung der Mannschaft ist in der Hinsicht so, dass wir in erster Linie sehr schockiert waren über den Zwischenfall mit Stefan, der uns sehr ans Herz gewachsen ist. Er hat uns jahrelang begleitet, viele schöne Fotos geschossen, wir hatten viele schöne Momente mit ihm. Und ja, deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, so, ich wollte dir auf diesem Weg, Stefan, viele Grüße bestellen, gute Besserung und sieh zu, dass du bald wieder hier bist. Wir würden uns sehr freuen und ja, das war es eigentlich schon von mir. Ready, hat!
Bei mir steht Patrick Köpper, Head Coach der Cologne Crocodiles. Patrick, letzte Woche gegen Berlin, ein kampfbetontes Spiel, leider knapp verloren. Wie hast du die Jungs heute motiviert zum Rückspiel gegen Braunschweig hier zu Hause in Köln? Ja, wir haben ja vieles Positives aus dem Berlin-Spiel nehmen können, also von der Einstellung, vom Einsatz, vom Hustle haben wir uns auf alle Fälle gesteigert für den letzten Spielen. Die Aufgabe heute wird natürlich nicht einfacher mit Braunschweig, müssen wir nicht drüber reden, die sich dann auch nochmal verstärkt haben, also können wirklich aus dem Vollen schöpfen, haben diverse Waffen in der Offense, aber ich habe gesagt, wir wollen unseren Football verbessern, wollen von Down to Down zeigen, dass wir die richtige Einstellung auf den Platz bringen und Gas geben. Also das ist einfach unser Ziel heute, jeden einzelnen Down Gas zu geben, zu kämpfen und den Braunschweigern einen Kampf zu bieten. Set, hat! Zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera, YouTube-Kanal und Livestream. Verantwortlich für den Livestream ist Daniel Fesen. Wir sind ungefähr 3 Stunden vorm Spiel da. Daniel und seine Crew fangen einen Tag vorher schon an. Daniel, mit wie viel Mann drehst du welches Rad hier überhaupt im Stadion? Ja, es sind im Schnitt so circa 15 Leute. Es kommt immer darauf an, wie viele Ehrenamtler da sind. Und wir haben verschiedene Stationen wie Replay, wir haben Grafik, wir haben den Bildschnitt, Ton und halt auch eine Ablaufregie. Und nur wenn alle zusammen an einem Rad drehen, ja, mit zusammenwirken, dann haben wir eine tolle Sendung. Ready, hard. Das waren unsere 4 Snaps. But we will give them a fight from the first quarter on. We will hit their asses, go after them, hustle and play for every fucking inch on that football field. Okay? After this game, remember, they will know your numbers and maybe they will know your names. It's on you guys, okay? If you want to grow up and want to be a man in that fucking league, you have to play the best and you have to beat the best. Okay? One by one, win your single match up and then afterwards we will win it together. All right? Let's go out there, fight 4 quarters, leave nothing on the field. Right, guys? Come on, let's do it. We have pass check behind the helmet. 1, 2, 3, leave nothing. 1, 2, 3, leave nothing!
alle zuhören. Ey, ich weiß nicht, ich sehe euch hier rumkichern, rumlachen. Manche gehen vielleicht schon mit der Einstellung ran, wir haben verloren oder verlieren das halt auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, welches Spiel ihr gesehen habt. Ich sehe auf jeden Fall das Spiel, dass wir ganz, ganz knapp da dran sind, die richtig ins Straucheln zu bringen. Wir müssen nur finishen. 80 Yards haben wir gegen die gelaufen, wir können auch gegen die passen und sonstigen Scheiß. Wir brauchen nur ein paar Scores, wir müssen finishen und scoren. Defense muss halten, wenn die Defense vielleicht noch Turnover kreiert, dann sieht das ganz eng für die aus. Die denken zwar, die haben das Ding gegen uns schon längst im Sack, hey, wir können heute hier eine Mannschaft zu Fall bringen, die denkt, die ist die Nummer 1 in Europa. Ich weiß nicht. Also für mich ist das genug Ansporn eigentlich. Ich will es hier nicht auch als irgendwie jetzt jeden anschreien, anpissen. Ich will einfach nur, dass ihr euch mal das jetzt mal zu Herzen nimmt, die ganze Sache. Wir können heute was Großes schaffen. Das sind 3 Touchdowns. Das ist ein Fuck. Das ist nichts. Die sind nicht so gut, wie jeder denkt. Ich habe schwerer gehabt gegen die Rebels oder gegen manch andere. Ab Front können wir die verprügeln, wenn wir wollen. Und Receiver, schlag die One-on-One. Die sind auch nicht so gut, wie alle denken. Der Motherfucker hat 3 Jahre nicht gespielt. Geschrieben ein Fick auf den. Ihr könnt die schlagen, zeigt das nur. Lass uns jetzt nochmal 2 Quarter lang Vollgas geben. Ey, fuck it. Selbst wenn wir mit einem Score oder so verlieren, wir haben aber unser Hart rausgespielt. Ich will, dass wir nachher nach Hause gehen und sagen, wir haben alles gegeben. Ich kann nicht mit dieser Einstellung nach Hause gehen und selber in den Spiegel gucken und sagen, ich habe mich mein volles Potenzial gegeben. Und das solltet ihr euch auch euch selber als Ziel setzen. Und nicht diese, ich bin mit 80% zufrieden. Fuck it, bis zum Backup heute ist trotzdem kein Grund, hier rumzulabern, rumzukichern. Feuer deine Jungs an, motivier die. Du musst das als Teamsport sehen und deine Mannschaft unterstützen, selbst als fucking Backup. Wenn du kein Backup mehr sein willst, dann komm auch zum Training. Und nicht nur einmal die Woche oder sonst wie. Mehr hast du das nicht zu sagen. Lass es einfach abliefern jetzt. Sven, du hast eine emotionale Ansprache gehalten in der Halbzeit. Ich habe bei Crocodile TV natürlich nicht alles gezeigt. Wie angefressen bist du? Sehr, sehr angefressen. Wir haben sehr oft also in der Red Zone Punkte liegen gelassen. Wir wären auf 20-27 reingekommen, hätten eigentlich dann ein One-Score-Game machen können, hätten dann natürlich auch eine ganz andere Position gehabt im Spiel.
Das Problem ist einfach, dass wir einfach nicht abgeliefert haben zum Ende hin. Dass einfach Kleinigkeiten gefehlt haben und daran müssen wir jetzt auf jeden Fall nächste Woche arbeiten. Das heißt, war eine Einstellungssache? Im Ganzen würde ich sagen, ja. Es gibt natürlich immer einige, die sind auf gut Deutsch am Hasseln, die geben alles. Aber mir hat in manchen Dingen einfach dieser komplette Team-Effort gefehlt. Dass auch wirklich das komplette Team das will. Und das muss jetzt einfach in den nächsten Wochen aufgebaut werden. Weil das Playoff-Rennen ist immer noch alles möglich. Und wie jeder weiß, ist auch in den Playoff alles möglich. Und da müssen wir jetzt langsam hinarbeiten. Wenn du jetzt hast Einstellungssache, dann bist du jetzt auch als Team-Captain gefordert. Wie gehst du jetzt sozusagen mit der Offense um? Das ist eine sehr schwere Frage. Im Endeffekt willst du die Jungs da motivieren. Aber du musst halt auch so ein Mittelding finden. Du kannst sie auch halt nicht in den Momenten, wo sie halt extrem down sind, halt auch zu hart dran nehmen. Du musst halt dieses gewisse Gefühl haben, wie du mit den Jungs halt umgehst. Ich versuche halt, die Jungs immer zu motivieren und auch selber zu zeigen, dass ich jede Sekunde will, bis zur letzten Sekunde. Und das versuche ich halt an die Jungs auch zu vermitteln. Sven Breidenbach, Team-Captain der Offense. Patrick, in der Teamansprache hast du gerade gefragt, wollt ihr die Playoffs oder wollt ihr Durchschnitt sein in der Liga? Das, was wir heute gesehen haben, war aber teilweise noch nicht mal Durchschnitt. Ja, doch, es war schon Durchschnitt, weil man einfach sagen muss, Braunschweig hat natürlich auch Kaliber auf der Seite stehen, die es einem wirklich halt schwer machen. Aber trotzdem, ja, haben manche heute unter ihrem Durchschnitt gespielt. Das ist definitiv richtig. Und das kannst du ja gegen solche Mannschaften nicht leisten. Wenn du Braunschweig nicht 100% spielst und fast fehlerfrei spielst, dann kriegst du so eine Klatsche, wie du sie heute bekommen hast. Ja. Was besonders ärgerlich, es gab ja auch durchaus großartige Szenen. Theo Grondals hat einen Punt zurückerobert. Wir blenden das gerade, während wir sprechen, noch mal hinter die Kulissen ein. Dann ging es aber von der Offense immer wieder zurück, eine Strafe nach der anderen. Woran lag's? Ja, das ist halt genau das Geheimnis beim Football. Wenn du kein Momentum innerhalb eines Spiels kriegst, dann kriegst du halt auch nicht diese Stimmung, die du haben willst. Wir liegen relativ schnell 14-0 zurück, dann machen wir den Interception-Touchdown, die Jungs sind gepusht. Dann kommt aber von der Offense leider nichts in dem Moment. Dann machen wir diese Punt-Geschichte, kriegen dann nochmal den Ball an der ich glaube, 10-Yard-Linie und holen noch nicht mal 3 Punkte raus, weil wir dann halt durch Fumble, Interception und sowas. Das sind natürlich alles so Neckbreaker, die bei so einer jungen Mannschaft dann halt es schwierig macht, an den Erfolg zu glauben. Ne? Und das ist, dann kippt so ein Spiel ganz schnell. Wenn dann noch ein Score kommt, ein unnötiger Fehler auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dann kann so eine Mannschaft auch mal zusammenbrechen. Wobei wir jetzt nicht komplett zusammengebrochen sind, aber wir haben halt irgendwie diesen Siegeswillen, haben wir ein bisschen aus den Augen verloren. Wann hast du das Spiel verloren gegeben? Ja, was heißt verloren gegeben? Also ich versuche immer, mir geht es dann auch, dann setze ich mir neue Ziele. Ich habe der Defense gesagt, wir wollen jetzt keinen Score mehr erhalten. Wir müssen hier die offen stoppen und sowas. Also man muss, klar, nach... Also vom Score her sah das dritte Viertel gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, gut, aber das hilft uns ja auch nichts. Am Ende des Tages stehen da, ich glaube, 42 oder 43 Punkte zu 6. Und das ist schon eine deutliche Niederlage. Ne? Das war allerdings auch deutlich schlechter als das Hinspiel in Braunschweig. Jetzt kann man natürlich sagen, das war der Europameister. Wir sind als Kölner im zweiten Jahr als Aufsteiger dabei. Aber ganz so einfach kann man es sich doch nicht machen. Ja, doch kann man sich teilweise, was heißt so einfach machen, man muss einfach auch Realitäten erkennen, dass halt einfach Braunschweig, die spielen hier mit der halben deutschen Nationalmannschaft plus 2 Dual-Imports plus 10 Amerikanern, da wird es einfach schwer. Da müssen wir einfach auch mal unsere Grenzen erkennen momentan und sagen, pass auf, ja, wir können bis zu einem gewissen Level können wir mithalten, um die nächsten Schritte zu machen oben raus. Bedarf es halt sowohl von der Clubseite als von uns Trainern, von der Mannschaft, jedem Einzelnen halt sehr viel Arbeit. Das ist halt ein Prozess. Das klingt schon ein bisschen nach einem Saisonfeedback. Nein, ich habe definitiv noch nicht die Playoffs. Also, solange wir rechnerisch in die Playoffs kommen können, werden wir das Ziel verfolgen und werden dafür arbeiten und kämpfen. Und das wäre auch schon ein Riesenerfolg für uns dieses Jahr. Ja, definitiv. Patrick Köpper, Head Coach der Cologne Crocodiles. Das war Crocodiles TV vom Heimspiel gegen die Braunschweig Lions.